Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Top 10 Video. Heute die USPS. Green, what's your problem, man? What is your problem? Missile alone ram. Missile alone ram. Ich fange wie immer beim 10. Platz an und arbeite mich dann hoch auf den 1. Platz. Bei den USPS-Tests war es wirklich, wirklich, wirklich insane, weil es gibt mittlerweile so viele, so unglaublich geile Skins. Also es war schwierig, sich auf 10 zu minimieren, aber gut, egal, let's go. Auf dem Platz Nummer 10 habe ich bei mir hier die USPS Cyrex für 1,53 € NFT. Immer wieder gern gesehen, so ein altes Teil, gibt schon so lange, kennt man schon so lange und ist einfach sweet. Sicherlich auch Nostalgie mit dabei, auch mit der MP1S Cyrex und so. Einfach ein schmuckes Stück. Platz Nummer 9, für 60 € NFT, die Ticket to Hell. Einfach ein nicer Teil. Für 60 € ist sie auch wirklich, wirklich, wirklich halt erschwinglich. Die Preise sind auf Skin Baron so ausgeschrieben. Guckt euch rein. Es kann gut sein, dass ihr noch bessere Angebote findet. Einfach mal ein bisschen reinlunsen. Platz Nummer 8, 204 €, die USPS Target Acquired. Die sehe ich hier auch mal wieder gefühlt zum ersten Mal in meinem Leben und sie ist mir direkt ins Auge gefallen. Sehr unspezifisch eigentlich, aber trotzdem, also ich nehme an, es ist halt eine Map von oben irgendwie, ne, und von der Drohne oder was. Und du hast halt hier das Ziel eingestellt und es wird genudelt, denke ich, so irgendwie. Ja, es ist wie gesagt etwas wirr, aber sie ist mir halt sofort ins Auge gefallen. Aber dass das Ding 200 € kostet, 204 wusste ich bis eben nicht. Vielleicht ein Eu, komm. Aber 200, hallo? Auf dem 7. Platz liegt die USPS Cortex. Für 2,50 € kann man sich das gute Stückchen hier reinsnacken. Haben wir auch oft in den Streams schon gehabt. Ein schönes, cleanes Artwork. Ach, viel mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Aus dem Korb, nein, die Waffe und babang. Auf meinem 6. Platz kommt hier auch wieder ein altes Schätzchen zum Vorschein. Die USPS Orion liegt hier für 49 € auf dem 6. Platz. Von Demi hier unterschrieben. Richtig, richtig krasses Ding. Ich erinnere mich, dass ich die irgendwann mal, ich meine, im Stream geschenkt bekommen habe. Und seitdem ist dieser Skin irgendwie, ja, in meinem Herzen. Weiter geht's mit dem 5. Platz. Für 18,14 € die Monster Mashup. Hier wieder schön grün. Die Farben gefallen mir sehr gut. Das Motiv gefällt mir sehr gut. Tipptopp. Also da kann man sich nicht beschweren. Wie gesagt, für 18,14 € erhältlich. Sicherlich gibt es auch nochmal deutlich günstigere Angebote auf Skin Baron. Hier kommt der nächste schwarz-weiße Skin. 67 € für die USPS Prince Dream. Absolut krasses Teil. Die ist wirklich insane, auch schön clean und ja, passt natürlich perfekt zur großen Schwester, sag ich mal. Geil, aber halt teuer. Jetzt könnt ihr dann wieder raten, was wohl auf den ersten vorderen 3 Plätzen liegt und natürlich gerne eure eigene Top 10, Top 5, Top 3 Liste schreiben oder einfach eure Lieblings-USPS in die Kommentare hauen. Achtung, wir legen los. 3. Platz. USPS Neo Noir für 21 €. Haben wir jetzt schon oft gesehen. Ich glaube, die ist beim letzten Mal auch in den Top 3 gewesen. Hundertprozentig. Geiles Ding. Einfach, einfach sweet. Die Traitor liegt auf dem 2. Platz. 17 € legt man für das Teilchen an. Auch hier wieder rot. Rot angehaucht, stark rot angehaucht. Geiles Teilchen. Sieht man recht selten. Wohingegen man gleich den 1. Platz, also den sehe ich zumindest recht oft. Und ich glaube, ich sehe das Platz 1 eben generell öfter, aber die Traitor sieht man gar nicht so oft. Ah Mann, woran mag das wohl liegen? Wohingegen man die USPS Kill Confirmed auf meinem 1. Platz für 62 € oft sieht. Also ich sehe sie natürlich oft, weil ich sie ausgerüstet habe. Aber auch so, die haben halt einige auch aus der Community. Das ist ein Ding, das wird gerne gespielt. Vielleicht ist die Traitor irgendwie dann nicht so beliebt. Oder, keine Ahnung. Ich sehe vielleicht auch einfach zu wenig USPS-Sensenz. Das wäre es dann soweit wieder gewesen mit den Top 10 USPs. Und somit sind wir mit der gesamten Waffengattung Pistole fertig. Und können dann beim nächsten Mal eine oder die nächste Gattung anbrechen. Das wären dann übrigens die Rifles. Damit bedanke ich mich auch wie immer bei euch fürs Zusehen. Danke für die Likes und für die Kommentare. Kommt in die Streams, ihr wisst ja, wann die hier sind. In der Videobeschreibung sind die Zeiten. Kuss geht raus und later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.